Anmod bitte, mein Freundchen. Ja, Mann. Oh, 2, 1. Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer Reaktion hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute von, ich glaube, Sada Hugo ist das Papa an. Und ja, das da denkt ihr euch alle auch, weil ihr habt mich alle, ja, Daddy und so. Gehen wir einfach los, bevor es noch schlimmer wird. Tut weirde Quick-Sachen. Wir Look in kommen my auf Platz. Adventskalender. Oh, was? Oh, ich glaube, wir sind schon live sogar. Ja, sind wir live? Ja, wir sind live. Was? Oh, was ist denn hier? Oh, nee, warte mal, was ist? Oh, wir sind schon live. Aber wer bist du denn? Sehr gut. Okay. Real-Life-Stream-Sniper. Okay, schönen Abend. Der war noch vom Spiel vorher. Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Applaus! Green! Ja, also Leute, ey, heute Amal Eli, 50.000 Euro gibt es heute hier zum Naschen für die ganzen Leute, die mit dabei sind. Wir haben 33 Creator hier mit vor Ort. Wir sind jetzt gerade bereit für die erste Auflosung. Die erste Gruppierung kommt. War das Fortnite oder was? Nein, Fortnite-Turnier. Du ziehst bitte gleich hier aus diesen Töpfen raus, okay? Oder wie soll ich ziehen? Ich bin zu Hause. Du bist der Kopf und Amar ist dein Körper. Sascha wurde gerankt, übrigens von mir, Sascha. Amar, dein guter Kollege, hat dich als NPC-Loser gerankt. Du gehörst zu den schlechtesten Spielern des Turniers, laut Amar. Ja, natürlich, ich bin der Schlechteste vom Schlechtesten. Wieder geil. So, da geht's runter. Ha, typisch Scan-Game. Könnte man einfach nur sein Gesicht überlegen. Die Lexa. Ist mit Border-Grenzen, nehm ich. Die kann Triple Edison. Ja, dann ist sauber. Ist doch ohne Bauen, oder? Es ist auch mit Bauen. Bist du gut? Was ist denn die Definition von gut? Also kannst du einigermaßen bauen? Ich dachte, wir spielen, also ehrlich gesagt, das ist jetzt so ein bisschen schlecht, weil ich dachte, wir spielen No-Build. Oh mein, ja. Hast du den schon mal gebaut? Also kennst du deine Keyboard? Er hat bestimmt mal eine Zigarette gebaut oder einen Joint oder sowas, aber... Das eventuell. oder sich eine Kistenlage in seinen Nasenhöhlen. Also weißt du, was du nachher klicken musst, um irgendwie eine Wand zu placen? Ich brauch doch den anderen Style. Wie ändere ich den Style? So wie ist der Skin Luciano? Bruder, das ist Lewis Hamilton. Unglaublich gut aussehender, bekannter TikToker. Mit sehr witzigen TikToks, muss ich immer wieder lachen. Nee, immer auch das Tore. Ja, okay, witzig vielleicht, aber ich bin nicht in meinem Team, bitte. Er ist komplett Arsch. Du wurdest als guter Spieler eingestuft und bekommst einen guten Mate dazu. Ist doch nicht Mittel. Okay. Der ist ja noch schlechter als wir. Richtig, das ist doch schlechter als wir. Guter Spieler. Norix. Nein! Ich bin schon beim Team, bitte. Kannst du? Nee. Ja. Okay, ist schon witzig. Ah, doch, Chicken Nuggets war ein guter Call. Meine Chicken Nuggets! Oh, Leute, Timex hier. Was machst du, wenn dein Sohn sagt, ich möchte keine Ausbildung machen, ich möchte Streamer werden und du kommst rein und siehst da. Was? Ich kann nicht raustappen. Wurdest du nicht zum Fortnite Cup eingeladen? Ja, Eli und ich haben uns getroffen und wir hatten eine Meinungsverschiedenheiten. Dann haben wir uns geprügelt, mega hart. Mein Jochbein hat er mir angebrochen und ich habe ihm ein blaues Auge geschlagen. Und dann sind wir im Streit auseinandergegangen und deswegen habe ich keine Einladung zum Fortnite Cup bekommen. Das würden so viele Leute so, so gerne. Guck auf mich und Hugo. Guck aber, wie clean ich das mache. Macht's dir Spaß? Ja, und nochmal. Habt ihr irgendwas auszusetzen? Ob du irgendwas auszusetzen hast? Hast du was auszusetzen am Turnier, Mustafa? Ach, du heilige Schwein. Ob du irgendwas scheiße findest? Achso, nein. Wir können in die erste Runde gehen. Sehr, sehr aufwendig alles. Können wir endlich mal spielen? Ist irgendwie auch Red Bull sponsert? Ich glaube nicht, oder? Aber halt Amar. Soweit ich weiß. Ey, wenn du mal guckst, was so ein Eli für Sponsorships hat, da wirst du bekloppt. Der hat glaube ich irgendwie. Hat er nicht Mercedes als Sponsor? Wer sponsert denn mal uns? Oh nee, der hatte glaube ich Audi, oder? Aber was halt so, was allgemein in E-Sport für Sponsoren drin sind, da sponsert, keine Ahnung, Rewe irgendeinen guten Spieler von, keine Ahnung, FIFA oder so. Dich würde Prime sponsern, so oft wie du drüber redest. Soll ich mal Logan Paul anfragen, ob ich jetzt Prime-Athlet werde? Frag mal Logan Paul an, mal sehen, was rauskommt.
Ich laufe ein glibriger Git. Können wir danach mal machen. Den deutschen Markt ab. Wir werden alle Kills holen. Naja, ich hab aber auch große Konkurrenz, weil Bayern ist auch Prime-Sponsored. Der FC Bayern. Darling, was ist am 5. Dezember, 15 Uhr soweit? Na, für eine Fortnite-Season ist es, glaube ich, nicht. Die fängt am 3. Punkte bekommen. Das ist Revi? Das ist Revi. Ist jetzt jemand geglitscht. Bro, die Tür ist zu, komm durch, erzähl mir. Sascha hat am Oberkörper Tattoos? Hätte ich nicht gedacht. Er tut auch hier gerade auf Monte mit dem Unterhemd und so, aber. Das ist, wie das gehen soll. Fortnite ist ja übel geiles Spiel, Bruder. Was habt ihr noch an Healings dabei? Gar nichts. Ich hab was anderes für dich. Digga, ich schwöre, ich f*** die alle, Alter! Digga, halt die Fresse! Das Event war wohl scheinbar eine richtige Psychose. Wollen wir auf den GTA 6 Trailer reagieren? Der kommt erst in ein paar Tagen, oder? Richtig, am 5. Ah. Das hat gerade Daniel reingeschrieben. Mom, can we have Monte? No, we have Monte at home. Die Sache ist, am 4. kommt eventuell auch nochmal ein neuer Dragon Age Trailer, weil der 4. Dezember ist, glaube ich, soweit ich weiß, immer der Dragon Age Day. Vielleicht gibt es da auch einen neuen Trailer, den können wir dann auch angucken. Auch mal gucken. Kannst du wieder gerne angucken. Ey, ich würde mir dir auch deinen Elder Scrolls 6 Trailer angucken. In 5 Jahren. Das Ding ist, bis der rauskommt, sind wir beide tot. Oh. Ich muss riften. Ich werde es zu shoppen, no joke. Hey, was ist das hier für ein Scheiß-Turnier? Ich höre nichts, Digga, no joke. Ich bin morgen sowas von zu Hause, Amar. Noch nie, Digga, habe ich für 50.000 potenzielle Euro so viel gearbeitet in meinem Leben. Digga, bei Revi ist die krass komplett. Nachricht von Master Lukas. Wo bist du? Dylexa, ihr macht es, ja? Ich hab grad ein bisschen Besuch, Alter. 1, 2, 3, Test. Bro, ich stehe no joke mit Andreas draußen vor Halle 3, you know? Aber insane. Hier gibt's actually kein Bubble Tea. Hopefully dann drin. Die neue Papa-Platte-Stimme, jetzt auch seit einer Woche im Einsatz. Ich hab gestreamt, sag ich so, wie es ist. Ehrlichkeit geht vor. Man fällt halt auf einer Frankfurter Buchmesse mit einem T-Shirt von Papa-Platte. Ich bin ja du-sprachig bloß geworden. True. Aber guter Freund. Herr Adam, der kann schon rausfinden, wenn er will. Wenn die Elder Scrolls 6 rauskommt, bist du wirklich in dem Alter, in dem wir memen. Ich werde eigentlich nur deutsch-englische Bücher interesting. Danke, Papa. Mit Bildwörterbuch klingt eigentlich ganz cool. Ich lerne es dann zusammen mit meinen Kindern, sobald ich sie erstellt habe. Also gemacht habe, nicht erstellt. Also man kann ja auch Kinder erstellen, aber... Habt ihr Kinder? Nee, gell? Macht Kinder, es ist unglaublich. Macht euch ein Kind jetzt. Heute Abend. Wo sind die Frauen, die sagen, ich bin empfänglich 1 in Chat? Wo sind die Männer, die sagen, ich mach's dir 11 in Chat? Ist es bei dir auch eine Privatsphärengeschichte? Alles klar, Knossi. Oder wäre es bei dir eine Privatsphärengeschichte? Ich sehe, wie Darling gleich 2 Einsen in Chat schreibt. Darling, lass mich nicht im Stich. Geht da, es? Darling. Hat Darlings gemacht? Ja, natürlich hat Darling das gemacht. Gar nicht dein Beziehungsstatus verrätst, bekommst du statistisch gesehen mehr Angebote bei Instagram. Also vor allem, wenn du eine Frau bist. So, jetzt weiß ich, ob es auf mich zutrifft. Adam, nur ein Finger vielleicht als kleiner Tipp. Nicht immer hier gleich die ganze Patsche haben. Ja, das hat mir mein Freund auch mal beigebracht. Ah, die beliebtesten Sexstellungen in Deutschland. Das ist denn Klammeraffe? Das mache ich immer versehentlich. Ich wusste nicht, dass es eine... Jetzt kann ich sagen, hey, das ist aber eine Stellung. Checkt ihr, dass Adam Sex hat, Bro? Weil das macht keinen Sinn für mich in meiner Welt. Adam, ich veranstalte am Wochenende... Fixer passt da nicht. Irgendwie schon, ja. Da hat Kevin schon was. Ein Flohmarkt. Vielleicht willst du da ja streamen. Es gibt viele ungetragene T-Shirts. Vielleicht ergibt sich ja da der ein oder andere Mitleidskauf. aber Adam macht auch gefühlt alles, oder? Wenn ich Adam jetzt fragen würde auf Instagram, willst du morgen hier bei mir zu Hause einen IRL-Stream machen? Der wird vorbeikommen. Wer ist denn das? Ja, der hier, der Skyline-TV. Das ist Adam. Weil der macht so viel IRL-Streams zu so vielen Events, so viel verschiedenen Sachen.
ich glaube, wenn würdest du oder ich den mal anfragen, ob er morgen mal spontan von 5 Uhr bis 6 Uhr hier mal IRL streamen will, der kommt vorbei. Lass mal ein Fußballturnier irgendwann hosten. Irgendwie so eine Futsalhalle oder so. Und dann irgendwelche Streamer einladen. Und du spielst als PNG damit? Richtig. Ich bastel mir so ein Kostüm. Und dann machen wir einen Real-Life-Stream. Ganze Zeit mit so einer Maske rumlaufen. Und vor allem vorne so mein Standard und hinten dann irgendwie so einen wütenden Quick oder so drauf. Oder so ein Quick, der die alle auslacht, weil die dann hinter einem sind. Also das stell ich mir das lustig vor, das mal zu machen. Woher kam das jetzt mit dem Fußballturnier? Ich glaube von Anfang an. Weil am Anfang des Videos war ein Fußballturnier. Und das Fußballspiel von Trimax. Da. Das war geinfluenced. Wurde geinfluenced von einem Influencer. Da müsst ihr noch wachsen. Ja, ich muss noch 5 cm wachsen, dann bin ich ungefähr 1,90 Meter. Da können wir das machen. Ich glaube, er meint was anderes, aber okay. Diese ganzen Schnöse, die da oben in der 6. Etage sitzen. Oh. Oh nein. Es war halt wirklich die 6. Etage. Oh Mann. Das ist ein cooles T-Shirt, finde ich. Alter, das nimmt mich gerade richtig. Das T-Shirt, was ich hier gerade, der Pulli, den ich gerade anhab, da steht ja auch 1000-mal Nike drauf. Das erkennt man hier zwar nicht, aber das ist schon nice. Ladestreifen. Lad dann Roberto Carlos ein. Ja klar, und dazu laden wir noch Lionel Messi ein, noch Cristiano Ronaldo und noch Oliver Kahn und Diego Maradona. Und ja. Ich weiß nicht, was ein One Piece Tee ist. Ein T-Shirt wahrscheinlich. Das hat auch nicht mit dieses Video. Monte spendet 3 Euro. Montag wieder KDW. Hab das Geld gerade der Toiletten. Gerd Müller natürlich auch. Mbappé natürlich auch. Und dazu auch. Haaland hast du vergessen. Genau, Erling fiel natürlich noch. Außerdem laden wir noch ein. Courtois wird der Torwart. Und der Rambo Ramos. Frau vom Teller geklaut. Dankeschön. Also, nein! Rainer Winkler spendet 3 Euro. Die letzten 3 Euro vom Schanzenverkauf. Ich finde, wie ich heulen innerlich. Das sind immer die Belege, wenn jemand zappt. Oh, Junge! Alter! Was macht ihr denn hier heute? He's rich. Frohe Weihnachten dir, Kilian. Einfach häufiger sagen, dass man pleite ist. Ja, ich glaube, das ist nicht ganz so gesund für die Finanzen, aber... Leute, ich bin pleite. Cool für dich. Ey, danke schön. Hä? Digga, wir haben es den 18.11. Nur weil Mund einen Hut trägt, heißt es nicht, dass schon Weihnachten ist. Ist das jetzt mein Vater oder so? Wir sehen halt ein bisschen gleich aus. Warte mal, Moment. Oh nein. Leute, mein Profilbild auf Discord hat auch nur Weihnachtsmütze. Und ein Weihnachtsbart. Möchte ich mal anmerken. Ich bin weihnachtlich in Stimmung. Ich könnte mir sogar jetzt hier on stream ganz schnell, könnte ich... Beatrun, den hier in mein PNG-Dings reinwerfen, dann hätten wir auch einen bewegenden Quick-Weihnachtsmann da. Das Problem ist, ich habe keine Version, wo der Mund zu ist. Das heißt, ich müsste die ganze Zeit reden und es würde komisch aussehen. So, weiter geht's. Aber ich find's gut. Ne, Papa? Boah, guckt euch das an. Dieses Video mit Elotrix. Direkt casten eine Sprachnachricht. Heute nochmal rein in der Runden, sage ich. Geht mal ohne Bauen. Stabil. Du bekommst jetzt eine Woche Timeout, weil du Schloch es nicht gesehen hast, dass wir seit einer Stunde Nobel spielen. Du wieder Nonsens. Ah, Carsten. Okay, die Aussagen sind schon witzig. Weihnachtsjahren? Nee, kein Weihnachtsjahren heute, weil bei Weihnachtsjahren, der braucht noch die Sonnenbrille. Die ich gerade ein bisschen verlegt habe. Also im Moment kein Weihnachtsjahren, sondern nur der Jan mit Weihnachtsmütze. Und nicht der Weihnachtsjahren. Traurig. Lass mir bis nächstes Jahr so ein Weihnachtsbart wachsen. Dann gibt's das erste Mal Facecam. Da war so ein Döckchen dran. Ja, das war letztes Jahr so ein alter Ego während mein Adventskalender, was ich hochgeladen habe. Der Pokémon-Karten-Adventskalender. Herzlich willkommen bei der allgemeinen Chat-Show. Da ist er. Wunderbar, das hat wunderbar geklappt. Es ist
heute eine ganz besondere Show. Oh, komm, ey, wenn ich jetzt... Es geht noch weiter mit den News, bin noch lange nicht fertig. Also. Das ist stark. Das ist schon strong. Gesehen, Ruhe. Ich habe auch einen kleinen Shop, sage ich jetzt mal. Da kann man hier so Hoodies beispielsweise so mit Habicht hat 2H. Habicht hat 2H! Da können wir auch aus meinem Shop mal frei ausmachen später. Wer hat mir das letzte geschickt? Warst du das mit Habicht hat 2H? Nein. Wer hat es mir geschickt? Mit irgendjemandem habe ich darüber geredet. Mit Habicht hat 2H. Ich glaube, es war Spezi. Du hast es mir letztens einmal gesagt. Aber nee, es war mit Spezi. Ich glaube, der hat es mir geschickt. Habicht hat 2H. Ja, genau, ich habe mit Spezi über solche Memes geredet und da hat er mir das geschickt und ich habe das da mit diesem Ananas geschickt. Das kennst du doch bestimmt auch irgendwie. Wie wird dein Paddleboard noch genannt? Die alte Frau sagt doch Ananas. Ja, stimmt. Das ist sowieso so geil, diese Sendung da, die der gemacht hat. Aber das Witzige ist, die Frau hat die Antwort richtig gemacht, weil die hat dann noch B gesagt. Und B war die richtige Antwort. Aber Ananas war halt nicht vorgekommen. Wäre doch was Einzelnes, wenn man das als Trostpreise heute nochmal hinterhergeht, wenn es nicht geklappt hat. Nee, komm, dann ist allein, ganz ehrlich. Yes, war schon ein witziges Video. Also noch ein sehr feines Video. Jetzt hatten wir tatsächlich mal Spaß. Ja, und jetzt, wo wir Spaß haben, gucken wir uns jetzt nochmal 2 Stunden lang lieber, ja, jawohl, ja. Das kannst du gerne machen.